kaukasisches Albanien, das mit seiner alten Geschichte, Kultur und seinen Denkmälern immer die Aufmerksamkeit der Welthistoriker erregte, war eines der ersten Länder, in denen sich das Christentum verbreitet hat. Nach historischen Quellen hat die Ankunft christlicher Missionare aus Jerusalem und Syrien im ersten Jahrhundert nach Christus zur Bildung der ersten christlichen Gemeinschaften in Albanien geführt. Aus diesen Quellen geht auch hervor, dass die Geschichte der albanisch-apostolischen Kirche im Gegensatz zur armenisch-gregorianischen Kirche auf die Kirche von Jerusalem und später auf das Patriarchat von Jerusalem zurückgeht. Das Buch Geschichte des Landes Albanien von Musa Kalankatlı, das im Auftrag des Herrschers von Albanien, Cavanşir, verfasst worden ist, enthält dazu ausführliche Informationen. Wie das Buch besagt, hat Heiliger Elisha, Jünger des Apostels Judas Thaddäus, beim Bau des Kirchtempels in einer der alten albanischen Provinzen Şeki gesagt, dass diese Kirche ihr spirituelles Zentrum und der erste Ort, an dem sie erleuchtet worden seien, sei. Im Buch wurde auch geschrieben, dass Elisha, der erste Missionar des Christentums in Albanien, in der Nähe der Stadt Şeki getötet und begraben worden ist. Die Tatsache, dass sich das Christentum im kaukasischen Albanien lange vor dem Begriff Armenien verbreitet hat, spiegelt sich auch in einem der Briefe des armenischen Katholikos Abraham an die Albaner wider. Der Thron des albanischen Patriarchats, der älter als unseres ist, stimmte früher in allen wesentlichen Punkten mit uns überein. Nach den Ergebnissen der Forschungen zum kaukasischen Albanien gab es vom 5. bis 8. Jahrhundert 12 Diözese in diesen Gebieten: Kabalaka, Gashua, Iuta, Amaras, Tsri, Balasakan, Girdman, Metz, Kogband, Metz, Irank, Haband, Partav, Genzeser. Im Jahr 522 verlegte der Leiter der albanischen Kirche, Abbas der Älteste, seine Residenz von Çola nach Barda, und so wurde die Barda-Kirche ein großes Kloster. In den Forschungen von vielen weltberühmten Historikern sind Informationen über die Bemühungen um die Armenisierung der albanischen Kirche zu finden. Mit dem Dekret von Kaiser Nikolaus I. vom 11. März 1836 wurde die albanische apostolische Kirche der armenisch-gregorianischen Kirche unterteilt. Damit verlor die albanische Kirche ihre Unabhängigkeit. Professor Ilya Pavlovich Petruschewski, bekannter russischer Historiker und einer der bekanntesten Forscher der Geschichte des alten Kaukasus, schrieb in seinen Forschungen über die im Laufe der Geschichte durchgeführte Armenisierung albanischer Gebiete zielgerichtete Aktivitäten für das Verbergen des Begriffs albanische Kirche sowie deren Präsentation als armenische Kirche und Nichtzugehörigkeit des historischen Denkmälern in Karabach zur armenischen Kultur. Der bekannte armenische Historiker Nikolas Adons stellte in seinen Forschungen fest, dass die armenische Bevölkerung auf dem bergigen Teil von Karabach keine Rolle gespielt hatte. Bei der Forschung des Werkes des arabischen Historikers aus dem 7. Jahrhundert, Al-Wahi, fand der bekannte Orientalist Akademiker Ziyab Nyadev interessante historische Fakten heraus. Bevor der Herrscher von Kalifa Muawiyah ins kaukasischen Albanien einmarschierte, befahl dem Kalifa Al-Juhumi, ethnische Herkunft der Stämme in diesen Gebieten herauszufinden sowie militärische Informationen zu sammeln. So wurde festgestellt, dass die Mehrheit der Bevölkerung in diesen Gebieten Türken sind und die gemeinsame Sprache unter den Stämmen Türkisch ist. Nach meisten Quellen, die sich mit kaukasischen Albanien auseinandersetzt, war der Thron des albanischen Patriarchats zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert im Çola-Kloster in Derbent, zwischen dem 6. und 7. Jahrhundert im Berda-Kloster, zwischen dem 8. und 9. Jahrhundert im Irşa-Kloster in Ağdere, zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert im Gence-Kloster. Die Archäologie, Ethnographie und Anthropologie bewiesen, dass das Zusammenleben mit Albanern eine wichtige Rolle bei der Bildung und Ethnogenese des aserbaidschanischen Volkes gespielt hat. Die Darstellung der Hauptfigur des aserbaidschanischen Epos, das Buch des Dede Gorgut, des Herrschers von Oghuzin Galan Oghuz sowie des Schirmherrs der Helden Salur Gazan im Werk als Herrscher von Albanern,
weist auf die alten Wurzeln der albanischen und aserbaidschanischen Beziehungen hin. In historischen Dokumenten erwähnt wird, gehören die Vorfahren des aserbaidschanischen Volkes in alten Zeiten dem Christentum an und beteten in den Wang-Tempeln, Kirchen und Klöstern zu Gott, deren Namen in den historischen albanisch-aserbaidschanischen Gebieten noch erhalten sind. Viele christliche Tempel von Albanern wie Kish, Hodavenk, Gencesar, Gürmük, Lekit, Gum, Ave, Totari, die seit Jahrtausenden in Aserbaidschan bewahrt sind, werden von unserem Volk immer noch als heilige Kultstätte besucht und vom aserbaidschanischen Staat geschützt sowie bewahrt.